Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Landwirtschaftssimulator 2013 mit mir, Sachsen Let's Player, und natürlich wieder mit Dino. Hi Leute, grüßt euch. Und mit dem Klischee. Hallo. Und es geht weiter hier im Breitheim. Nicht wundern, worum es jetzt da ist. Ich habe das mal an der Konsole so eingestellt, weil ich nicht so viel Bock auf Nachtschichten habe. Ja, wo wir allerdings stehen geblieben sind, das weiß ich trotzdem nicht. Wo sind wir stehen geblieben? Das ist eine sehr gute Frage. Keine Ahnung. Im letzten. Du hast, glaube ich, Feld 3 freigemacht, damit du hinten Mais sehen kannst. Ja, stimmt. Das stimmt allerdings. Warte mal, So in der was? Hier Brille. steht ein Gruber. Warte mal, wo sind wir denn jetzt? Auf welchem Feld hier? Oder an welchem Feld? Am Feld 7 steht ein Gruber. Sicher? Achso, du willst jetzt hier Mais sehen, ja? Na, das Problem ist, wir haben keine Maissaatmaschine. Doch. Doch, enormer. Ah ja, guck mal da, guck mal an. Ja. Aber wir haben keinen Häcksler, so war's, ne? Aber Klicky, tust du gerade ernten? Ja, ich fahre schon ein bisschen so bei unten. Ah ja, okay. Warte, wie komme ich jetzt am schnellsten? Komme ich jetzt am schnellsten zu dir? Und zwar einfach hier zurückfahren. Gut. So. Boah, also ernten und säen. Ernten und säen. Und Arctic ist heute nicht mehr dabei. Der hat keine Zeit leider. Also haben wir heute Fällt nicht wegen ganz so Bodennebel. große Unterstützung. Was hat der Bodennebel? Der hat Bodennebel, ja. Der hat Kurzfristig, Bodennebel. kurzfristigen Bodennebel habe ich gehört. Okay. Er kann um die Jahreszeit schon mal vorkommen. Boah, gerade mal 30 km/h schafft der Traktor hier mit dem großen Anhänger. Ich glaube, das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Naja, definitiv. Ne? Mit den Gruber hatte ich beim letzten Mal auch Probleme mit den 12-Tonnen Gruber. Na, was haben wir denn an Geld zur Verfügung? 107.000. 107.000. Dafür bräuchten wir eigentlich. Große Ja. Maisdrille, oder? Häcksler bräuchten wir ja dafür. Irgendwas. Wir Irgendwas, wollten mit was einen. wir den Mais wegmachen können, auf jeden Fall. Ach so, zum Maisernten. Muss ja auch geerntet werden. Ja, bis es gewachsen ist. Bis dahin haben wir die ganzen Rapsfelder weggedroschen. Stimmt auch, Noch oder? mal einiges Verkaufen zusammen. wir eigentlich, verkaufen wir direkt oder? Ne, wir lagern ja nichts ein zur Zeit noch, ne? Wir haben es Lager gemacht. Oh, jetzt wird's knifflig hier. Jetzt wirklich hier reinfahren? Eieiei. Du kannst sehen, wenn wir normalerweise ums Feld rumfahren. Ups. Hätte ich ein bisschen mehr ausholen müssen, aber ich glaube, so wird's auch. Naja. Ja, so geht's. Ja gut, der Champion hier, dieses Häckselding, das kostet ja nur 22,7. Champion, Häckselding. Ja, das Teil zum Anbauen hier vorne, der Häcksler, vom Traktor. Also meinst der Zweireiche oder was? Nee, nee, den wir als Mod drin haben. Der packt 4 oder 5 rein. Ach so, alles klar, ich wollte gerade sagen, die Ach Standarddinger stimmt, kann. ja, wir hatten ja den Mod mit Ja, reingenommen ich wollte gerade extra. sagen, weil die Standarddinger kannst du nicht nehmen, da wirst du adlig dabei. Das Am stimmt besten auf ist jeden der vom Fall. Oldtimer. Der von Oldtimer, der Einreihige, das ist, ja, den habe ich ja. Den wollte ich erst bei meinem Oldtimer-Projekt oder beziehungsweise bei meinem Ostprojekt eigentlich mit reinnehmen, aber da habe ich mir gedacht, nee, dann nehme ich doch lieber einen Fortschritt, das ist besser. Einreihig, wie lange willst du da hocken? Ja, das ist ein bisschen abartig. Brauchst halt nur 4 Reihen anbauen pro Jahr. Wir haben auch keine Drecker, du, das ist doch zum Heulen. Jeder hat ihn. Und plus Drescher halt noch. Ja. Aber halt keine Drecker so richtig, wo man so richtig Action machen kann hier. Naja gut, dann grob ist derweil mal Feld 7. Wo Hier wissen eine du jetzt? Saatmaschine. Wo wissen du jetzt? Ach so, mit der Saat mal. Ja, nee, dann mache ich gleich mal direkt Saat auf Feld 7, würde ich sagen. Was sehen wir an? Also ich habe alles durch die Bank weggemacht letztes Mal. Also Weizen, Gerste, alles mögliche. Ich glaube, Raps habe ich nicht gemacht. Raps hast du. Na, Raps dreschen wir da jetzt gerade, oder nicht? Ja. Ja gut, Ja, ein muss es Feld. ja irgendjemand gemacht haben. Feld 11 wird auch noch Raps, sehe ich gerade das Große. Kannst du raussuchen. So. Was ist jetzt eigentlich mit dieser Luzerne, was wir da gemacht haben? Ja, das ist stinknormales Dingergelümpel halt, ne? Ist verfault.
Meinst du nicht, dass du das hier hexen kannst? Keine Ahnung, ne, ist es denn noch drauf, oder? Die Tino hatte das da angepflanzt, oder? Was? Ich hab die zweite Hälfte gemacht, ja. Also er hat die erste, ich hab die zweite Hälfte. Da haben wir ja getauscht dann. Dann müsste das ja eigentlich in der Theorie irgendwo noch stehen. Steht das noch? Wissen wir, wer schon ist? Wenn du beim Hof rausfährst, die kurze Straße da auf der linken Seite. Gesundheit. Danke. So, gut. Dann fahren wir hier erstmal ein paar Röntgen mit der Seemaschine. Und ja, machen wir schon mal das Gleiche. Und Klicki schreit, wenn er abgetankt werden muss. Ja. Atemlos. Falls ihr euch wundert, warum Klick ein bisschen anders klingt, ich habe mich auch schon gewundert. Ja, Klick hat ein neues Headset. Ich dachte, ich bin erkältet. Oder du bist erkältet, das kann auch sein. Ja, stimmt schon. Ach, gibt's irgendwas Neues bei euch? Wow. Ach, du nicht mehr. Was? Ja, nun nicht mehr. Ne, jetzt ja, gut, jetzt gerade, jetzt, wenn das gesehen wird, nicht mehr, ja. Hebt er die Masch? 2 Jahre, zwei Jahre, 2 Wochen. Hat er sich jetzt ausgeruht? Ja. Du hebt denn da die Seemaschine nicht an? Was ist denn das für ein Blödsinn? Oft die Seemaschine schalten? Ja, habe ich ja. Kann doch mal angehoben werden. Die kann nicht angehoben werden? Nee, wenn die kann nur ausklappen und zuklappen. Ah ja. Okay. Wüsste ich gar nicht, dass die Horsch gar nicht angehoben werden kann. Hat die Räder? Ja, ja. Achso, na dann. Dann brauchst du sie auch nicht anheben. Ja. Ja, an- und ausschalten halt. Ja. Gut. Dann weiter geht's. Also gibt's nichts großartig Neues bei euch? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Wir haben wieder mal Samstag. Es ist Montag. Ja, Samstag während der Aufnahme. Stimmt. Mhm. Wenn ihr das seht, ist es natürlich Montag. Und ja, wir streamen dann im Anschluss, wenn nach der Aufnahme streamen wir noch. Also wir haben am Samstag. Tino, wir haben am Samstag gestreamt. Ich wollte gerade sagen. Nee, also wie gesagt, Samstag nehmen wir gerade auf und jetzt am Samstag im Anschluss ist ja noch ein altes Livestream, Amma3, und ja, vielleicht haben einige von euch gesehen. Müssen wir mal schauen. Ich hatte auch mal bei Facebook so eine kleine Umfrage gestartet, was ihr denn sehen wollt in den Streams, ob ihr Minecraft, altes Live oder LS13 sehen wollt. Da haben wir, ja. Wo du fortfährst, also bei Facebook. Ich kenne ja deine Facebook-Page sehr aktiv gestaltet. Wie viel haben denn teilgenommen? Ich weiß nicht, ich habe 15 Kommentare gekriegt oder so. Deswegen? Okay. Ja. Da sind ja doch noch mal einige da aktiv drauf. Okay. Ja, ja. Die Leute, die bei mir auf Facebook meine Fanpage liken, die sind die Aktiven. 15 Nein. Mann, Glückwunsch. Das ist vielleicht auch so ein Thema. Wie sollte man seine Facebook-Fanpage, Deine Facebook-Fanpage, wie sollte man die am besten gestalten? Das ist nämlich immer so die große Preisfrage. Ich bin jetzt nicht so der Social-Media-Typ. Ja, viele machen es ja eben so, die posten dann jeden Tag alle Videos, die sie auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichen, auch nochmal auf Facebook. Aber ich weiß nicht, ob das schon so ein bisschen in die Spam-Richtung geht. Also ich will die Leute eigentlich nicht so zu spammen. Die Fanpage ist eigentlich so dazu da, also ich benutze sie dazu, wenn mal ein besonderes Projekt kommt, beziehungsweise wenn ein neues Projekt startet, dass ich dann so den ersten Part quasi da veröffentliche und oder halt einfach mal so wie jetzt ein Livestream oder eben halt, wenn ich mal eine Frage habe an die Abonnenten oder an die Zuschauer, dann poste ich das auch mal auf Facebook. Also dazu nutze ich eigentlich die Fanpage. Gut, Problematik ist es ja immer, ne? Eine Fanpage muss ich ja auch aufbauen. Und wenn da halt einen Monat noch ein Post kommt, ne, wer hält das dann schon? Nö, also es kommt schon. Also es, ich muss sagen, also es, diese Woche kamen 3 Posts. Jetzt müsst ihr meine Folge gucken. Warum? Was hast du jetzt schon wieder vor Albereien vor der Kamera gemacht? Ja, müsst ihr gucken. Warum hast du jetzt. Warum? Sag mal. Hast du den Kopf gekratzt? Nö, aber wie gesagt, jetzt muss ich die Folge gucken. Hast du dann wow, dann weißt du es, ob es negativ oder positiv. Hast du ein Wow in die Kamera gemacht? Wie gesagt, musst du gucken. 3 Posts die Woche. Nicht verkehrt. Ich fand es so schön, wo in der zweiten Ding.
Ich glaube, immer hatte ich ja immer so irgendwann, du kriegst ja wöchentlich, also ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, du kriegst ja wöchentliche Statusmeldung von Facebook, ne? So, ja. Letzte Woche hat sich deine Seite so und so entwickelt. Und wo ich da bei die. Mir immer plus. Ja, das ist schon mal gut. Ja. Und weil Minus kann man schlecht einfahren. Und. Ja, durch halt wegliken, ja, aber und halt. Nee. Ja, man kann auch Nutzereinbindungen an alles einbrechen, aber es ist schwer, da Minus zu fabrizieren. Also Minus fährst du ganz einfach ein, indem du eine Woche 5 Likes hattest, neue, meinetwegen, und dann die Woche drauf nur 3, schon hast du eine Minus. Ja, aber wie gesagt, es ist ja bei Facebook manchmal eine Kunst, weil bei YouTube kann es ja mal schneller sein, dass sich einer deabonniert, aber Facebook, dass das Like da mal weggeht, das ist ja selten. Wenn ich mir da manche Profile angucke, die da 1000 Seiten Like gedrückt haben, ich glaube kaum, dass sie sich die alle jeden Tag angucken. Ach. Das Problem ist ja auch, man wird ja auch so dann zugespammt von den Seiten. Na, logisch. Und das will ich halt nicht. Ich will halt die Leute, die jetzt quasi meine Fanpage liken, sicherlich ist schon richtig, umso mehr Aktivität ist, vielleicht wächst die dann umso schneller die Seite, das kann schon gut sein, aber wenn ich die Seite jetzt da jeden Tag da meinetwegen 5-6 Posts da raushaue oder so, und dann spamme ich auch den Leuten ihre Sachen zu da bei Facebook. Also ich weiß nicht so richtig. Vielleicht sollte ich es machen einfach. Vielleicht sollte ich es mal ausprobieren. Mal gucken, kann dir da gerne behilflich sein. Also die letzte Statusmitteilung, die ich von Facebook gekriegt habe, die fand ich amüsant. Also eine Like-Steigerung von 1213% und eine Reichweiten-Steigerung von plus 1400 noch was Prozent. Nur nice. Durch Werbung, das war sehr nice, ja. Ja, das ist schon lustig. Das ist schon wirklich amüsant. Aber naja. Ne, ich habe im Übrigen keine Uhr gestellt. Ich hoffe. Ich hoffe, einer von euch hat die Uhr gestellt. Nee. Gut, sehr nice, weil also ich habe meine Stoppuhr laufen, aber da steht schon eine Stunde und noch was drauf. Ich habe die nicht resettet. Scheiße. Ach, du hast immer die Uhr laufen, deswegen mache ich das nicht. Ja, ne, ich habe es diesmal vergessen. Auch keine Ahnung. Freie Schnauze? Obwohl, wenn haben wir angefangen? Ich glaube, so 25 haben wir angefangen, war das sind 10, ja, haben wir noch so 5 Minuten, sage. Ne, aber bei mir gibt's was Neues. Du hast Papa. Genau, leider Gottes. Die hat mich gestern angerufen, ich war fick und fertig. Ja. Fick und fertig? Fick und fertig. Ja. Kann ja wohl nichts dafür. Ist das doch schon ja. Stimmt allerdings. Nee, was denn? Was gibt's Neues? Erzähl mal, hör mal raus. Oh, naja, ich hab mal wieder so ein bisschen back to root, ne? Nachdem ich letzte Woche absolut nicht zufrieden war, wenn ich meine Analytics reingeguckt habe. Ich hätte eigentlich eher kotzen können. Habe ich mir dazu entschieden, gut, beziehungsweise aus der Zuschauerumfrage das halt alles mal genommen, was so gepostet wurde. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, wie er dann dementsprechend die Woche darauf reagiert. Wir haben The Hunter, wir haben Emergency, wir haben Omsi, wir haben Outlast, wir haben Daylight, wir haben... Warte. Wir haben neues LS13-Ding, wir haben weniger Arma, wir haben was mit Click, wir haben was mit Horror, wir haben was mit Facecam. So, da dürfte jetzt für jeden was dabei sein. Wenn dann die Woche wieder rumgeheult wird, es ist nicht so viel Vielfalt, na dann, gnade euch. Gnade euch, Randy. Weil das sind jetzt, glaube ich, für die nächste Woche sind das, glaube ich, 52 Videos, die ich da hochlade. So. Da möchte ich auch hoffen, dass die Zeit, die ich dafür investiert habe, dass sich die dementsprechend auch gelohnt hat. Oder ob ich sehe, dass sich es lohnt. Weil wenn es, wie gesagt, wenn sich es positiv entwickelt, dann habe ich auch kein Problem damit, das dann dementsprechend jede Woche durchzuziehen. Genau das gleiche mit der Mod-Vorstellung, obwohl ich da ganz ehrlich sagen muss, die Aktion von Samstag mit diesen einen Mod, mit diesen Modder da, also diese Kommentare, da habe ich mir schon hart am Kopf gegriffen, aber da rege ich mich jetzt nicht drüber auf, da rege ich mich heute Abend nochmal im Livestream auf. Aber da könnt ihr euch wieder dementsprechend bei den Experten bedanken, die dafür verantwortlich waren, wenn dann keine Mod-Vorstellungen mehr kommen. Reißt man ja nicht für umsonst den Arsch auf. Ja. Oh. Ja, das stimmt allerdings. Cool. Manchmal einfach nur cool. Ah, naja. Was willst du machen? Was willst du machen? So, wir sind bei. Also, ich bin bald mit Mais fertig. Wie sieht's bei dir aus? Na, ich bin jetzt auch gleich fertig. Also, Gast ist gleich angesehen, komplett. Oh, sehr schön. Wann sagst du, haben wir angefangen? 25? Ach, keine Ahnung, ich mache jetzt hier noch schnell das Maisfeld fertig und dann sind wir fertig. Ich glaube, wir haben echt noch ein bisschen Zeit. Echt? Ah. Denkst du? Weiß es nicht, weil bei mir ist jetzt 35.
Also 37. Na, was sagt denn deine Portgröße? Sehe ich ja nicht. Nehmen mit dem Gamecaster auf. Achso. Ich ja auch, ne? Ja, was sagen du? Ne, sag ich euch. Du machst ein Zeug. Verrückter. Einfach so mit Gamecaster aufnehmen. So, okay, ja. Feld angesehen. Da, nice. So, machen wir einfach noch 2-3 Minuten und dann haben wir es. So. Ja, wenn nicht, ist es halt mal kürzer, wenn nicht, ist es viel zu lange, wir beißen uns den Arsch. Ja. Man muss ja auch dazu sagen, wir haben auch ein bisschen Zeitdruck, das kommt ja auch dazu. Das heißt, wie gesagt, jetzt im Anschluss von der Aufnahme, nicht von diesem Part, folgt ja auch wieder der Livestream. Deswegen, man ist halt immer etwas im Stress. Das muss man halt auch mal dazu sehen. Aber wir wollen ja trotzdem guten Content liefern und gute Unterhaltung. Gerade hier bei LS im LPT und ja. So. Guli, ich fahre jetzt erstmal zurück zum Hof. Ich hoffe, es ist angenehm, dass ich mehr in der Innenansicht fahre wie in der Außenansicht. Ne? Habe ich gelesen. Dass sich das mehr erwünscht wird, ja. Und in den neuen Ostprojekt nenne ich es jetzt einfach mal von LS. Da ist es ja auch so gemacht, wie gesagt, da bin ich auf euer Feedback angewiesen. Wenn ihr jetzt sagt, ja gut, die Spielweise gefällt mir auch, dann kann ich das dann gerne auch da weiter fabrizieren. Das ist so die Spielweise. Rückenlehne nach hinten, Innenansicht und ja, sagen wir mal so, auch immer mal. Genau, ich gehe hin. Ja, du musst dich dann aber immer schön umdrehen, wie so der Traktorfahrer ummacht, damit du siehst, ob der Hänger um die Kurve kommt. Ja, genau. Schulterblick auf jeden Fall. Naja, bin ich mal gespannt, wie gesagt, ob ich das auch interessiere. Wie gesagt, andere LS-Let's Player machen es ja so und ich begreife es nicht, warum sie da teilweise so das Doppelte und das Dreifache da drauf kriegen, obwohl sie in den 15 Minuten, maximal 5 Minuten quatschen und den Rest irgendwie an die Wand gucken. Aber naja, gut, das muss ich ja nicht verstehen. Das sind Leute, die wollen den Motorsound hören. Ja, aber. Du sollst ja nicht drüber quatschen. Ich muss genau. Aber ganz ehrlich sagen, ich spiele LS einfach so, wie es mir passt. Also ganz ehrlich. Stich. Wenn ich Innenansicht, also Bock auf Innenansicht habe, dann fahr ich. Wow! Dann fahr ich. Siehst du, das passiert, wenn ich Innenansicht fahre. Nichts Gutes auf Deutsch. Wenn ich Bock auf Innenansicht habe, dann fahr ich Innenansicht. Meistens, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre zu den Feldern oder so, aber auf dem Feld. Ah, nee. Mit den Gerätschaften ja, hinten dran. Das ist ja auch nur, wenn du vorne wirklich Geschwindigkeit anzeige und so, wenn das funktioniert. Ja. Wenn das bei den Standardmaschinen ist, das ja, naja, nicht so prickelnd. Das stimmt allerdings. So, und wir beenden an der Stelle schon mal den Part in der Hoffnung, dass er nicht zu kurz und nicht zu lang ist. Jetzt krieg ich noch Schluck auf. Tja, in dem Sinne hinterlasse Bussi-Wertung in Form eines Däumchens, wenn es euch gefallen hat. Ich habe mir übrigens letztes Mal deine Geste gesehen, du kleiner Schlawiner. Beim nächsten Mal, da gibt es eine kleine Ohrfeige. Die hier? Ja. Blöder Arsch. Und wir sehen uns dann dementsprechend im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss, Leute. Tschüss.